Uwe Mauch aus der Kurierchronik hat bisher in seinem Leben noch nie gebacken. Jetzt will er es aber wissen und versucht sich gleich an zwei Keksorten für Weihnachten. Zuerst gibt es das Mehl in die Schüssel, dass das abwägen. Und wir haben ein Mehlsieb. Heute tut man es einfach nur, um das Gebäck fluffiger zu kriegen. Ja. Weil wir bringen, indem wir sieben Luft rein. Das kleine Gerät ist recht praktisch. Ein Spülzeug. Das ist eine wirklich natürliche Vanille, die Vanilleschote, Zucker mit Vanilleschote. Hingegen der Vanillinzucker ist ein künstlicher Süß, also ein künstliches Aroma drinnen. Prise Salz. Was heißt der Prise Salz? Eine Prise Salz ist ungefähr so viel. Ja? So ein bisschen. Ja? Und noch was? Staubzucker. Staubzucker fehlt. Da brauchen wir nur 30. Immer einmal mit dem Vermengen beginnen. Siehst, und sie macht es einfach automatisch. Und das fasziniert mich einfach. Schau, und damit ist er fertig. Ja? Wieso siehst du, dass er jetzt fertig ist? Schau, weil er einfach total verbunden ist, weil er einfach teigig ist. Was würde passieren, wenn es ihn jetzt länger? Dann wird er brandig, dann hast du zerbröselte Kekse. Dann kann man es nicht sehr gut verarbeiten. Unten ankleben ein bisschen. Dann gebe ich das immer raus. In Blockform. Zack. Siehst? Dann wird das schon so vorbereitet, dass wir es dann schon mit dem Nudelholz bearbeiten können. Schön ist er geworden, Uwe. Gratuliere. So, bitteschön. Bitte in den Kühlschrank geben. Ja. Nimmst du dir zwei Gabeln, bitte? Ich habe gerade mit meiner Begleitung. Ach so, Nein, du machst bitte die Dinge fertig, die Lebkuchen. Schön fest, richtig drücken. So schaut jemand aus, der sich seit mehr als 4 Stunden mit dem Backen von Weihnachtskeksen beschäftigt. Wobei, er hat wirklich tatkräftige Unterstützung von einer professionellen Hobbybäckerin bekommen, Gerda Steger. Danke Gerda, dass du heute mit uns gebacken hast. Und ich schaue jetzt noch mal ganz kurz, ob das gut geworden ist, was wir da gemeinsam fabriziert haben. Mit Sicherheit. Ein Herz. Großartig. Schade, dass ihr da jetzt nicht mit reinbeißen könnt.